Macht sich doch gut zu Hause auf dem Spitzendeckchen, so ein Oscar. Naja, wenn Sie keinen haben, ein kleines goldenes Bambi tut's ja vielleicht auch. Oder steht bei Ihnen zufälligerweise die Trophäe vom Grand Prix de la Chanson? Ach, Sie haben noch nicht mitgesungen? Sie schauen lieber zu? Na, dann machen Sie es mal schön bequem zu Hause für unser nächstes Spiel. Setzt euch jetzt schön gerade und aufrecht hin. Ich spreche jetzt zu euch, wenn ich mit meiner Hand eure Schulter berühre. Ich spreche jetzt mit dir. Wenn ich dich gleich wecke, dann bist du Teilnehmer beim Grand Prix de la Chanson. Du bist der Vertreter aus Italien. Du bist ein besserer Sänger als der Opernstar Pavarotti und deine Stimme ist auch viel tiefer und du kannst sie viel länger anhalten als Pavarotti. Und du wirst dein Land in der landestypischen Art auch beim Interview verstehen, genauso wiedergeben. Du wirst reden wie ein Italiener und du wirst singen wie ein italienischer Tenor. Wenn ich dich gleich wecke, dann bist du ebenfalls Teilnehmerin beim Grand Prix de la Chanson. Du bist am weitesten angereist, weil du heute hier gewinnen willst. Du kommst nämlich aus China und du wirst China vertreten. Du wirst dich im Interview wie auch beim Singen benehmen wie eine Chinesin. Und ihr werdet alle das Lied singen Marmor, Stein und Eisenbricht. Aufwachen! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim diesjährigen Grand Prix de la Chanson. Wir sind schon fast in der Endphase und wollen nun feststellen, welcher unserer Interpreten der Beste ist. Dazu haben wir natürlich auch eine Moderatorin, wie jedes Jahr eingeladen. Begrüßen Sie jetzt mit mir die charmante Gundis Zambo. Guten Abend, Gundis. Hallo. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, und ich freue mich, dass du heute Abend uns hier durch den Grand Prix führen wirst. Ja, sehr gerne mache ich das. Ich bin auch schon ganz gespannt. Das kann ich mir vorstellen. Wir haben auch schon einen Herrn hier, der ganz gespannt auf dich ist. Gundis, das ist unser italienischer Partner. Wie ist der Name? Giovanni, wo kommst du her? Aus Italien, die schöne, bella Italia. Ja, welche Stadt genau? Roma. Roma. Ja. Oh, ich war noch nie in Rom. Na, kommst du mit mir nach Italien und ich zeige dir... Sollen wir uns gemeinsam Rom anschauen? Ja, und Venedig ist eine Stadt der Liebe. Amore. Amore. Giovanni, es gibt Leute, die behaupten, die Franzosen seien die besseren Liebhaber. Was sagt der Italiener dazu? Ach, der mag der Nixe, das ist sowieso schief. Giovanni, du hast eine Wahnsinnsstimme, glaube ich. Wir werden noch gleich was hören. Übst du viel? Machst du viele Stimmen- und Gesangsproben? Oh ja, sehr viele. Wenn ich komme nach Hause, ich lasse öfters mal einen Stein auf Fuß und dann ich schreie in den höchsten Tönen. Wie schreist du dann? Können wir das mal hören? Dann ich habe eine hohe Stimme und dann ich werde heiser und ich habe bekommen später eine tiefe Stimme und deswegen ich habe so eine wunderbare Stimme. Ach so, deswegen, das kommt hier von ganz unten wahrscheinlich, oder? Sie. Oh, die Italiener, was hören wir? Marmore, Steine und Eisenbricht. Mit dem italienischen Akzent. Aber unsere Liebe nicht, Marmor, Stein und Eisenbricht. Aber unsere Liebe nicht. Einmal nicht bei dir sein, dam, 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 dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam. Dom, dom. Und alle Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Grazie, mille grazie. Giovanni, mille grazie. Mille grazie, danke schön. Ciao Bello, vielen Dank, ein toller Beitrag. Bitte schön, nimm wieder Platz. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zum letzten Beitrag für heute Abend. Wir haben einen Gast, der ganz weit angereist ist. Ich freue mich, dass er da ist. Er kommt aus China. Wo ist China? Eine Dame ist es. Ja, hallo, guten Abend. Kommen Sie zu mir. Hallo. Guten Abend. Sayonara. Ja, guten Abend, Sayonara. Darf ich Ihnen das Mikrofon geben? Wie war denn der Flug?
War wundervoll. Ja, war wundervoll? Ja? Wundervoll. War nette Stewardessen an Bord? Ja, auch nette Stewards. Die nette Stewards auch. Wundervoll. Toll. Und haben Sie sich schon sehr viel angeschaut hier bei uns in Deutschland? Nein, sehr wenig, sehr wenig. Mhm. Sehr wenig. Haben Sie denn noch ein bisschen was aber vor? Aber deutsche Küche ist sehr gut. Sehr deutsche gut. Küche ist gut, sehr ja? Gut, sehr gut. Sehr ah, gut. Wir lieben ja alle Chinesisch so. Ja. Was mögen Sie denn gerne an der deutschen Küche? Hier in München wunderbar, Schweinsbraten. Schweinsbraten. Wundervoll. Wundervoll. Und man kennt tatsächlich das Lied Marmor, Stein und Eisen bricht auch in China, ja? Ja, Marmor, Stein und Eisen bricht. Wir fühlen uns geehrt, China. Bitte schön, Ihre Bühne. Legen Sie los. Also das mit dem Grand Prix, also das war irgendwie total super, als ich da die Gundis Zambo reinkommen gesehen habe und so. Also im ersten Moment, ich war erstmal geschockt irgendwie, weil so eine Frau sieht man nicht alle Tage, ne? Und also es war echt super. Und mit dem Italiener da überhaupt, wie ich überhaupt so mit dem Sprechen und alles so, das, also, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin irgendwie, ne? Mit dem Italienermäßigen.